Servus Bernhard und herzlich willkommen zu einem Video, das aus der Küche wieder stammt. Heute nicht im Esszimmer, weil das Licht ist mir zu dunkel und die Strahler sind nicht dafür geeignet. Heute versuche ich mein Glück in der Küche. Ihr wisst ja, es ist Herbst, die Karotten sind reif und deshalb habe ich mir gedacht, es gibt zwei gute Karottenkuchen und den einfacheren von denen, den machen wir heute. Was wir zu dem Kuchen brauchen, habe ich alles schon mal hergerichtet. Es sind 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, entspricht meiner Meinung nach eine halbe Packung, 200 Gramm Pflanzenöl, 50 Gramm Milch, die muss ich noch holen, 220 Gramm Zucker, 3 Eier und 300 Gramm Karotten. Die habe ich schon frisch vom Garten geholt. Eine Prise Salz und einen Teelöffel Zimt. Mehl, Backpulver, Salz und Zimt habe ich schon zusammen gemischt. Dann starten wir einfach mal. Ich schütte jetzt mal das Öl in die Schüssel rein. Und mach gleich mal die 3 Eier dazu. So, und jetzt kommt die Milch auch noch dazu und dann können wir anfangen zu mixen. Wie schon gesagt, Mehl, Backpulver, Salz und Zimt habe ich hier vermischt. Und es kommt jetzt hier mit dazu, stückchenweise. Damit alle Zutaten noch sauber untergerührt werden, schabe ich den Rand gleich einmal ein bisschen ab. Den werde ich nachher noch ein paar Mal brauchen.
da ich weiß, dass der Kuchen, wenn die Karotten reinkommen, noch ein bisschen flüssiger wird, mache ich noch mal ein bisschen Mehl rein, so nach Gefühl. Kuchen darf ruhig ein bisschen fester sein. Ja, so gefällt mir das schon ein bisschen besser. Und nun kommen die Karotten rein. Normal werden sie untergehoben. Ich habe aber gute Erfahrungen gemacht mit diesen Knethaken. So, jetzt höre ich mal auf mit dem Unterheben, weil in dem Teig ist Zucker drin und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der in ein paar Minuten den Saft aus den Karotten rauszieht und dann rühre ich es nochmal durch, bevor er in die Form kommt. In der Zwischenzeit richte ich mal die Kastenform her. So, die Form ist ausgefettet und mit Semmelbrösel bestreut. Und jetzt kann natürlich mal ein bisschen drehen der Teig vom Kuchen hier rein. Und jetzt ist natürlich dieser Schaber für davon Nutzen. So schaut der Teig jetzt aus. Der kommt jetzt in den Ofen, der ist 200 Grad vorgeheizt. Und nach 15 Minuten wird er auf 180 Grad runtergeschaltet. Nach Bedarf natürlich den Kuchen abdecken, damit er oben nicht zu braun wird. Ich habe das letzte Mal gemacht mit Backpapier. Und das hat prima funktioniert. Willkommen zurück in meiner Küche.
Gestern habe ich natürlich den Kuchen erst abkühlen lassen und heute Vormittag habe ich noch was anderes erledigen müssen. Aber wir haben ja noch eine Stunde Zeit bis zur Kaffeepause und da werden wir den Kuchen ja noch ein bisschen dekorieren können. So schaut der Kuchen jetzt aus. Ja, und da kriegt man in den Geschäften solche Karotten. Und da es ein Karottenkuchen ist, dachte ich, ich werde ein bisschen dekorieren. Mit so Karotten. Normal kommt Puderzucker drauf. Und die Karotten alleine werden auch nicht halten. Deshalb werde ich ein bisschen Puderzucker anmischen, die Oberfläche bestreichen und die Karotten dann gleich fixieren. Ich zeige es euch, wenn der Kuchen fertig ist. So, jetzt kann die Glasur trocknen und die Rübli, die Karotten aus Marzipan oben, die halten fest. Wie immer werde ich das Rezept unten in der Videobeschreibung mit reinsetzen. Die Backzeiten vom Teig habe ich übernommen aus dem Rezept, was ich selber bekommen habe. Mein Kuchen hat 20 Minuten länger gebraucht, bis er durch war. Aber ihr kennt ja den Trick mit dem Stäbchen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ich habe da so ein Schaschlikstäbchen, das spieße ich in den Kuchen rein, in den Teig und ziehe es vorsichtig raus, wenn Feuchtigkeit oder Brösel noch am Stäbchen zu sehen sind, dann ist der Teig noch nicht ganz durch. Aber die meisten von euch wissen es ja eh. Es gibt noch ein zweites Rezept, das ist ein bisschen aufwendiger. Das werde ich aber dieses Jahr auch noch zeigen. Aber heute belassen wir es mal bei dem kleinen, einfachen Kuchen. Meine Frau und ich werden uns jetzt den Kuchen heute Nachmittag schmecken lassen mit einer schönen Tasse Kaffee. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bleibt's gesund, macht's es gut. Pfiat euch.